Ihr Lieben, heute am Vorabend von Christi Himmelfahrt gibt es keine Taizé-Andacht, sondern eine andachtsmäßige Einstimmung auf den morgigen Festtag. Dieser Festtag Christi Himmelfahrt hat ja zwei Seiten. Eine fröhliche, jubilierende und eine traurige bis ratlose. Und diese beiden Seiten werden wunderbar angesprochen in dem Leitvers zum Lobgesang der Maria, wie er in der Vesper des Himmelfahrtstags vorgesehen ist. Ich lese uns die jetzt nicht auf Latein, auf Latein könnt ihr sie nachher hören, ich lese uns die deutsche Version. O König der Herrlichkeit, Herr der Heerscharen, der du als Triumphator heute über alle Himmel aufgestiegen bist, lass uns nicht als Waisen zurück, sondern schicke den vom Vater Versprochenen zu uns, den Geist der Wahrheit. Ich glaube, knapper kann man den Inhalt des Himmelfahrtsfestes nicht zusammenfassen. Die fröhliche Seite, König der Herrlichkeit, Herr der Heerscharen, der du heute als Triumphator über alle Himmel aufgefahren bist. Triumph und Glanz und Gloria, das ist die fröhliche Seite und viele der evangelischen Lieder, die mit dem Himmelfahrtstag verbunden sind, sind auch in der Tat fröhliche, mitunter marschmusikmäßige, die Christus als König und als Herrscher besingen. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Und die Evangelischen jubeln dazu und finden das ganz wunderbar. Das ist die fröhliche Seite. Christus tritt seine Herrschaft an. Die traurige Seite ist, dass er dafür auf Abstand zur Welt gehen muss. Jedenfalls so scheint es. Indem er nämlich, wie die Himmelfahrtsgeschichte erzählt, gen Himmel auffährt. Das sieht so aus, als wollte er die Erde nun verlassen. Und entsprechend ratlos sind die Jünger. Wenn sie jetzt auf einmal alleine klarkommen müssen ohne ihn, wie soll das gehen? Daher diese Bitte, lass uns nicht als Waisen zurück. Gerade das Wort Waise ist ein sehr sprechendes Wort. Normalerweise verwenden wir im Deutschen dieses Wort, um auszudrücken, dass jemand Minderjähriges keine Eltern mehr hat. Also auf die Hilfe, die Unterstützung, die Anleitung, wenn man so will, Erziehung durch Leute, die nicht seine Eltern sind, angewiesen ist. Das ist nicht nur rechtlich durch die Jahrhunderte hin immer eine sehr prekäre Lage gewesen. Es ist mitunter auch emotional eine prekäre Lage. Ich habe das einmal erlebt, ein Pflegekind in einer Familie, wo ich den Eindruck hatte, es gibt keine warmherzige Beziehung zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind. Und so etwas konnte weisen Kindern früher durchaus passieren, dass, wo nun keine Eltern mehr da sind, irgendwelche Leute aus der entfernteren Verwandtschaft zumeist sich um das Kind kümmern, aber es behandeln wie zweitrangig, weil die eigenen Kinder, die biologischen Kinder, ja dann doch viel wichtiger sind und einem viel näher am Herzen liegen. Also dieses Gefühl, Christus, wenn du jetzt deine Herrlichkeit antrittst und deine Macht über diese Erde, dann verlässt du uns und lässt uns hier alleine zurück. Wie sollen wir klarkommen? Dieses Gefühl von Ratlosigkeit, Verlassensein, die Trauer um die nicht mehr vorhandene Nähe zu Christus, das ist die traurige Seite des Himmelfahrtstags. Und beide gehören unlösbar zusammen. Man hat die Macht Christi über die ganze Welt nur um den Preis dessen, dass er wie auf Abstand auf uns wirkt, und eben nicht mehr so nah zugänglich, wie er das war, als er als Mensch unter Menschen, wie unser bester Freund oder wie nahe Familienangehörige,
mit uns Gemeinschaft hatte und mit uns zusammen war. Nicht umsonst liegt der Himmelfahrtstag am 40. Tag nach Ostern. Die 40-Tage-Frist ist in vielen Kulturen und war es auch in der Kultur, in der Jesus groß geworden ist. Die 40-Tage-Frist war die Frist für eine Trauerzeit. Und wenn die 40 Tage um sind, ist ein Stück der Trauer abgeschlossen. Und allmählich taucht der Mensch wieder auf. Hier in dem Leitvers zu dem Lobgesang der Maria hat dies Auftauchen den bitteren und unguten Nachgeschmack, dass man sich auf einmal alleine und auf sich gestellt fühlt auf dieser Erde. Das gehört auch zur Trauer dazu, dass es bei einem ankommt, jetzt bin ich verantwortlich, jetzt bin ich zuständig. Der ist nicht mehr da, der mir sagen konnte, wo es lang geht. Das muss ich jetzt selbst herausfinden. Und wiederum die fröhliche Seite ist, ich kann das ja auch herausfinden. Was soll mir denn passieren? Der die oberste Macht hat, der hat ja den Tod überwunden. Der hat jetzt Herrschaft über die ganze Welt. König der Herrlichkeit, Herr der Heerscharen. Was soll denn mir passieren? Da kann ich doch eigentlich auch fröhlich drauf los leben und wirtschaften und machen. Ja, ihr merkt, der Himmelfahrtstag ist so einfach nicht. Und wer einfach nur fröhlich in der Natur ist, entweder im Sinne einer Herrentagsparty oder Vatertagsparty, oder wer an dem Tag lieber in Familie unterwegs ist, alles wunderbar. Die schönen Bräuche im Zusammenhang mit Aufenthalt in der Natur und mit dem einen oder anderen Besäufnis rücken diesen doppelgesichtigen Feiertag in den Hintergrund. Und wenn ich gucke, was hier in meinem Umfeld in der Kirche los ist an dem Tag, habe ich den Eindruck, dass viele Gemeinden mit dem Fest nicht mehr viel beginnen können. Aber vielleicht ist ja mit dem Fest nichts beginnen zu können auch nur der Anfang davon, dass man dann doch lieber zu einer feuchtfröhlichen Party Zuflucht nimmt. Dann merkt man das nicht so, dass man auf sich gestellt ist. Und der einem sagen könnte, wo es lang geht, wie fern, wie von der Erde verschwunden seine Herrschaft angetreten hat. Lasst uns davon uns nicht durcheinander bringen, lasst uns beides aushalten. Dies, dass er fern ist und wir nun auf uns selber gestellt sind. Und dies, dass er aus der Ferne sehr wohl seine Herrschaft über die ganze Welt führt. Und damit auch über uns. Und wenn uns da bange wird und wir den Eindruck haben, der Blick auf Christus hilft jetzt auch nicht weiter, dann bitte ich doch, Zuflucht zu nehmen zum Esel aus dem Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Der weiß nämlich mehr als mancher Mensch und sagt, etwas Besseres als den Tod findest du überall. So, in dem Sinne wünsche ich uns morgen einen fröhlichen, gelegentlich nachdenklichen, aber doch überwiegend fröhlichen Christi-Himmelfahrtstag. Lasst ihn uns tüchtig feiern. Amen. Und nun kommt, wie angekündigt und zum Mitbeten, der Lobgesang der Maria mit dem gerade besprochenen Leitvers auf Latein mit deutschen Untertiteln. O Rex Gloriae, Domine Virtutum, qui triumphator hodie super omnes celos ascendisti, ne te relinquas nos orphanos, sed mite promissum patris in nos.
Spiritum veritatis, alleluia. Magnificat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue. Ecce enim ex hoc beata medicet omnis generationis, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbus mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, es orientis implevit bonis, et divites dimisit inanes, suscepit Israel puerum suum. Recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patris nostros, Abraham et semini eius in saecula, gloria patri et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Rex gloriae, Domine virtutum, qui triumphator hodie super omnes caelos ascendisti, nedere linguas nos orphanos, sed mite promissum patris in nos. Spiritum veritatis, alleluia. Lasst uns beten. O König der Herrlichkeit, Herr der Heerscharen, der du heute als Triumphator über alle Himmel aufgefahren bist, lass uns nicht als Weisen zurück, sondern sende den, der vom Vater versprochen worden ist, zu uns, den Geist der Wahrheit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du, Herr, um uns wacht wie um den Stern im Auge und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.